Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Wir sind endlich Kapitän seit der letzten Folge. Ich habe jetzt nochmal gegoogelt und zwar bleibt das Schiff tatsächlich stehen. Sobald wir aussteigen, ist alles gut. Wir müssen es nicht ankern oder sonstiges. Hätte ich nicht gedacht, weil ansonsten wird ja auch auf alles so penibel geachtet im Spiel. Sagen wir es mal so, nicht negativ gemeint. Finde ich ja gut. Aber ja, dann ist es halt so. Wir müssen halt nur aufpassen, denn ich habe gelesen, dass die guten Feinde, die uns ab und zu mal angreifen, sehr, sehr gerne am Boot knabbern. Das heißt, wenn das Boot weg ist, dann sind es meistens die Feinde, also wir müssen es schützen. Und genau das tun wir jetzt auch. Ich würde sagen, wir fahren das Boot mal hier ein Stück weiter rüber. Obwohl, eine Seite können wir ja schon mal machen. Ist halt nur die Frage, ob wir genügend Stein dafür haben. Ich bezweifle es stark. Wir brauchen erstmal unsere Hacke. Irgendwo ist sie versteckt. Hier haben wir sie. Und mit der können wir ja jetzt Boden erhöhen. Und wir brauchen halt Stein ohne Ende. Das war klar. Wir haben zwar hier hinten noch ein paar Hügel. Aber ich bezweifle fast, dass das reichen wird. So, wir haben 50 Stein. Ach Mist, hier wäre ein Eingang cool. Na gut, wir kommen hier drum herum. Dann einmal Boden erhöhen. Jetzt ist halt die Frage, wie breit brauchen wir das? Eigentlich reicht es doch, wenn wir das... Reicht es, wenn wir es hier machen und hier? Kommen wir mit dem Boot dann rein? Wir können es nur ausprobieren. Müssen wir mal schauen, dass das hier cool wird. Hätte es halt eigentlich ganz gerne schon direkt auf der Höhe. Weil ich glaube, wenn wir jetzt hier immer genau die Kante ansetzen, genau, dann kriegen wir eine relativ gerade Fläche raus. Aber ich hätte das halt ganz gerne höher. Ja, ungefähr so. Jetzt wird es schon wieder zu hoch. Ach, das ist immer ein Mist. Meine Lieblingsaufgabe. Jetzt wird es doch schon wieder abschüssig. Eigentlich sollte man genau auf die Kante zielen, so habe ich es gelesen, und dann müsste das auch gerade werden. Aber jetzt geht es nach oben. Ach, ich verstehe das nicht. Es tut mir wirklich leid. Es soll ja auch schön gerade werden und nicht so ein Mist wie hier gerade. Und es wird auch schräg, oder? Ich weiß nicht, wie die anderen das machen. Weil wenn ich jetzt diesen mache... Ach, ihr seht's doch, was hierbei rumkommt. Ich verstehe. Also das ist wirklich eine Sache. Und guck mal, wie viel Stein wir jetzt schon verbraucht haben. Das ist wirklich eine Sache. Da würde ich mir ganz, 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 ganz stark wünschen, dass die Entwickler da nochmal ein bisschen nachbessern. Das ist einfach wirklich Mist. Das muss man mal so sagen. Es tut mir leid. Ansonsten rede ich wirklich nur positiv übers Spiel. Aber ihr seht, selbst wenn ich hier auf die Kante ziele, das wird doch nicht gerade. Eigentlich hat es ja auch damit zu tun, auf welcher Höhe man selber steht. Aber man kann das auch perfekt hinkriegen. Es funktioniert, aber ich verstehe wirklich nicht, warum. Es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Aber von perfekt gerade ist hier gerade absolut nicht die Rede. Haben wir hier natürlich... Ich weiß nicht, ob wir vielleicht diesen nochmal machen. So. Ich meine, es geht erstmal. Schön ist es nicht, aber... Der braucht schon schön, wenn man hässlich haben kann. Ah... Ein fauliger Geruch von Sumpf. Oh nein, wir werden jetzt nicht von irgendwelchen Sumpf... Ach du Scheiße, wir haben einen Angriff. Na geil. Wir haben doch gerochen, dass wir ein Boot haben. Ach du Scheiße. Und wir haben fast keine Ausdauer mehr. Essen ist auch alle. Wie viele Pfeile haben wir denn? Wir haben noch 19 Pfeile.
Gut, das sind Skelette. Oh Gott, wo kommen die denn her? Scheiße. Ach, Leute. Oh Gott. Wir haben keine Ausdauer. Und kaum noch Pfeile. Wir werden hier echt verdammt oft angegriffen, ne? Da hatten wir mit unserem ersten Gebiet verdammt viel Glück. Wahrscheinlich, weil wir direkt in der Nähe vom Start uns eine Basis gebaut haben. Ach, wir haben auch die Würstchen alles weggepackt. Scheiße. Oh, au, 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 au. Ja, ganz ehrlich, die möchte ich noch nicht unbedingt im Nahkampf erlegen. Weil die hauen halt echt viel Schaden rein. Ich hoffe mal, dass es das war. Einer schießt natürlich noch mit Pfeilen, aber der ist zum Glück sehr, sehr treffunsicher. Treffunsicher, auch ein cooles Wort. Guck mal, wie viel Schaden wir schon kassiert haben. Und wir müssen, glaube ich, hier in der Nähe bleiben. Weil gerade eben war das mit diesem fauligen Geruch, was oben steht, weg. Ich glaube, das hört dann nicht auf. Ach, Leute. Jetzt ist es nämlich wieder weg, jetzt ist es wieder da. Ich hätte gern den einen hier zumindest erstmal erlegt. Dass wir die Skelette per Nahkampf erlegen. Wenn ich denn treffen würde. Vielleicht versuchen wir es doch mal. Mit Blocken eventuell. Au, 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 oh Gott. Wir haben gar keine Ausdauer. Ach du Scheiße. Ach, das läuft ja richtig prima. Warum, ey? Warum ist denn der so langsam, wenn der was isst? Wenn wir wegrennen, dann gehen die auf unser Haus und machen hier alles kaputt. Es werden immer mehr. Scheiße. Wir brauchen Ausdauer. Wo habe ich diesen Ausdauertrank hin? Aber ich schaff's auch nicht, jetzt mal schnell an die Kiste zu rennen. Ja, schieß deine eigenen Kollegen ab. Ah, wir haben doch bloß noch 45 Leben. Der Honig macht irgendwie auch nicht mehr das, was er mal war. Oder ist nicht mehr das, was er mal war. Ach, scheiße. Die Sache ist, mit Normallaufen sind wir zu langsam. Mit Rennen verbrennen wir unsere Ausdauer. Och Leute, doch nicht jetzt. Ich war gerade so schön im Schiffsfieber. Wenn wir wenigstens eine Eiktür dabei hätten. Aber auch das haben wir leider nicht. Gut, wir laufen jetzt erstmal... Wir laufen doch nicht nur ein Stück. Scheiße. Ach Leute. Was machen wir jetzt am dümmsten? Ich möchte halt sehr ungern jetzt sterben. Kam hier schon wieder ein neuer? Ach ne, hier kam ein Schamane. Okay, den hat er wenigstens erlegt für uns. Aber unser Heal ist so gering. Ach, und wenn der ist, ist der... Oh Gott, wir sind gleich tot. Ich glaube, wir sind gleich tot. Ja, das war's. Es bleibt uns nichts anderes übrig als ins Portal. Der faulige Geruch ist vorbei. Zieht ab, schwirrt ab. Also zumindest haben wir die Welle überstanden. Das ist anscheinend nur ein zeitliches Ereignis. Oh, oh, wir müssen ins Portal, sonst sind wir gleich tot. Und wir sind tot. Wir werden uns wahrscheinlich jetzt hier die Hütte auseinandernehmen. Spring doch rein! Habt ihr das gesehen? Oh, scheiße, verdammt! Wir haben wieder Fähigkeiten verloren. Ja, zurzeit läuft es echt nicht so geil, ne? Das ist die Frage, wenn wir jetzt hier wiedergeboren werden. Sind die doch bestimmt immer noch da. Die sind doch jetzt nicht weg, oder? Ach Mist, das ärgert mich gerade. Wir hätten die auf jeden Fall schaffen können, wenn wir ein bisschen besser ausgerüstet gewesen wären. Mit den Würstchen und vielleicht noch so ein Ausdauertrank. Aber ich glaube, die sind weg. Hui, wir haben fast nochmal gestorben. Wir haben alle Gegenstände aufgenommen. Ja, der ist hier irgendwie an der Kante hängen geblieben und wir hatten keine Ausdauer mehr zum Springen. Ist halt sehr ärgerlich, aber was will man machen? Ach ja,
Wir werden echt oft überfallen. Also Trolle geht ja noch, das sind meistens nur zwei. Aber wenn dann hier so eine Horde von diesen Sumpfleuten kommt, dann hast du halt echt ein Problem. Aber die haben nichts kaputt gemacht, ne? Ich glaube, es ist alles heil geblieben. Gut, dann wissen wir ja, was wir als nächstes tun werden. Hier einmal eine große Mauer drumherum ziehen. Ist halt eigentlich auch traurig, dass wir immer noch mit den normalen Pfeilen rumrennen. Wir müssen mal Feuerpfeile bzw. Feuersteinpfeile ein bisschen ausrüsten. Weil es kann, wie man sieht, jederzeit passieren. Und dann ist halt echt scheiße, wenn man nicht vorbereitet ist. Ach ja, schon wieder ein Tod. Das ärgert mich ein bisschen, aber okay. Wir können es nicht ändern. Zumindest sind die jetzt weg. Was haben wir da hinten? Ist das ein Berserker? Ich glaube ja. Lasst mich doch alle mal in Ruhe. Du hast kein Arrow. Ist immer noch die beste Übersetzung. Naja, was will man machen? Halt immer schade um die Fähigkeiten, aber naja. So, wir waren eigentlich hier gerade dabei, ne? Das wollten wir gerade kriegen. Es ist schon mal einigermaßen gerader als vorher. Schön ist es immer noch nicht. Jetzt müssten wir das Schiff mal ein Stück zur Seite fahren, dass wir genau so ein Ding nochmal hier daneben machen, sodass wir immer schön hier drin parken können. Wenn wir dann irgendwann mal die Steinmetzfähigkeit besitzen, machen wir das auch noch etwas schöner. Dass das hier oben noch Stein wird, dass das alles ein bisschen aussieht, als wäre es gewollt. Hier war doch eine Leiter dran, ne? Leider. So. Das heißt, wir müssen mal ein kleines Stück weiter nach drüben. Nach dort ganz gerne und Segel auf 1. Können auch Segel auf 2. Wirklich viel passiert gerade nicht. Segel auf 3. Volle Kraft voraus. Aber wir haben halt auch den Wind oben. Also das haben sie wirklich ernst genommen. Das wird nicht so easy in Zukunft. Der Wind guckt halt. Ja, aber eigentlich, wenn ich jetzt gerade gucke. Nee, so müssen wir gucken. Also geht der Wind nach vorn. Das ist halt trotzdem komisch, weil das Segel selber kann ich ja nicht verändern, in welche Richtung das guckt. Naja, aber ich glaube, wir sind weit genug weg, oder? Ja, das könnte passen. So, mal schauen, wie viel Stein wir noch haben. Wie wir das jetzt überhaupt auf dieselbe Höhe kriegen sollen wie da drüben, ist mir auch ein Rätsel. Mal jetzt hat er wieder was abgebaut, macht gar keinen Sinn. Wir sind auf Boden erhöhen und er baut ab. Oh nein, der hat weiter unten gebaut, ne? Aber ich glaube, jetzt geht's ganz gut. Dann ist das letzte Stück jetzt eben. Sieht halt aber auch absolut gar nicht mal so geil aus. Naja. Ja, ich glaube wirklich, die haben gerochen. Wir haben ein Boot gebaut. Ich denke, wir müssen in Zukunft mit sehr, sehr viel mehr Angriffen rechnen. Weil so gefühlt, desto weiter man im Spiel kommt, desto mehr passiert das. Keine Werkbank mehr, verdammt. So, naja, so haut's doch erstmal hin. Wir müssen das hier mal noch ein bisschen begradigen. Eventuell auf die Höhe. Und dann ist das zumindest provisorisch erstmal in Ordnung. Jetzt ist die Frage, der Wind guckt in die Richtung. Also, so wie wir jetzt gucken, geht der Wind. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich im Leben nicht schaffen, das Boot hier reinzufahren. Wir lassen es erstmal dort stehen.
Aber wir müssten uns dann wirklich demnächst mal kümmern, hier einen Schutzwald rumzuziehen. Weil so kann es nicht weitergehen mit den Gegnern. Wir hauen uns jetzt erstmal ins Bettchen. War wirklich genug für einen Tag. Das Feuer ist aus. Und der Treppenaufgang muss auch mal noch schöner werden, der nervt mich ein bisschen. Naja, wir schlafen schön im Rauch. Aber wir wissen ja alle, Räucherware hält sich länger. Vielleicht bringt es ja was für unsere Gesundheit. 15 Minuten haben wir mittlerweile. Vom ausgeruhten Skill, das ist definitiv ganz geil. Hat der Wind sich jetzt mal gedreht? Nur der Wind steht immer noch gleich. Das ist halt die Frage, wir können ja mal reinspringen. Wir haben ja unten noch das Symbol. Ich jetzt hier rüber ruder. Kann ich denn selber noch rudern? Nee. Ach doch, jetzt stehen wir auf Rudern. Nee, falsch rum. Okay, also wenn wir das... Aber wir rudern ja... Nee, wir wollen ja... Ich will ja in die andere Richtung rudern. Nein, so rum. Gut, also wir können entweder mit Wind oder wir paddeln selber, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Aber das funktioniert ja eigentlich auch ganz gut. Dann können wir doch drehen. Und langsam wieder gerade. Kleines Stückchen noch. Na, nicht so viel, nicht so viel. Kriegen natürlich immer schön Schaden dabei. Ja, schön ist es nicht. Aber es steht zumindest erstmal hier drin. Soll ja später dann auch noch größere Boote geben. Das heißt, das passt dann auch schon mit der Höhe. Aber guck mal, da habe ich echt lange drauf hingearbeitet. Auf diesen Moment, dass wir unser kleines Schifflein hier stehen haben. Was haben wir denn eigentlich aktuell? Wir haben eine Karfe. Fluss haben wir komplett übersprungen. Und es steht hier drin, wir können hier schön den Sonnenaufgang beobachten. Haben ein Schiff und ein relativ cooles Haus. Ich würde jetzt ganz gerne mal mit euch noch anfangen, das Feuer lieber hier mittig zu verlegen. Und idealerweise noch mit einem richtigen Rauchabzug, weil das ist keine Dauerlösung. Ich glaube, dann müssen wir aber das Bett oben nochmal umstellen, weil das dann nicht reichen wird vom Platz her. Aber wir fangen mal an damit. Haben wir denn noch Holz einstecken? Jo. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal wieder an mit Holzpfosten. Hier einmal hochzuziehen. Moment. So. Und so. Und dann haben wir das. Dann können wir hier das oben drüber gleich mal rausnehmen. Dann brauchen wir oben nicht so lange suchen. Gehen hier mit Balken noch weiter hoch. Ich habe nur fast die Befürchtung, dass wir keinen richtigen Abzug oben bauen können, weil wir dann wieder zu hoch sind. Und das Ganze statisch einfach nicht hält. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wir müssten eigentlich idealerweise mal wieder aufs Dach kommen. Mal schauen. Uns draußen, nee, das reicht noch nicht. Dann können wir die wegreißen, dann bauen wir uns von draußen mal eine Leiter. Oder vielleicht machen wir es cooler. Aber jetzt können wir, obwohl auf den Balken können wir, glaube ich, laufen, ne? Wir können generell laufen, okay. Na, dann geht's ja. Ist die Frage, was der hier? Nee, eins weiter drüben. Der hier ist es. Hui. Ach, der Standort ist schön. Ich hoffe wirklich, dass das mit den Überfällen nicht überhand nimmt. Bin ich jetzt doof?
Ach, hier drüben. Die waren es ja. Entschuldigung. Hier und... Komme ich denn an das am besten ran? Wir müssen nochmal hier im Boden...